Alles klar. Ja, nicht ganz 100%. Sechshundert Meter entfernt. Ich werde mal gerade eine kleine Pause machen. Das wird ein kleiner Cut sein. Wie auch immer. So, da bin ich wieder. Weiter geht's. Haben wir hier ein Pferd in der Nähe, zufälligerweise? Ist hier irgendwie ein Pferd oder so? Könnte man gut gebrauchen. Nein, ist nicht. Na, super. Egal, dann müssen wir halt so laufen. Das wird schon irgendwie gehen. Immer übers Wasser. In das eiskalte Wasser wird einem friert man direkt auch selber bisschen. Und ja, sind hier Pferde. Ey, wenn ich ein Pferd sehe, ich wäre so glücklich. Also nichts Schönes hier durch den tiefen Schnee zu laufen. Nichts Schönes. Da sind wir wieder in Concord. Nice. Guck gerade auf die Uhr. Wie viel Zeit haben wir noch? Läuft. No problem. Ich werde jetzt am besten noch gerne die Sequenz hier zu Ende gestalten. Aber dazu müssen wir erstmal ankommen. Und da sind wir. The Right Tavern. Fünf Monate später. Und laut unser Totengesang. Hört, hört! Harte Arbeit, wie ich sehe. Wie bist du? Es ist soweit. Wir lagern nördlich von hier. Triff mich dort. Gentlemen, lasst uns gehen. Erst war es zu kalt. Jetzt ist es verdammt heiß. Meine Güte, könnte ich nur beklagen. Wetter und Ungeziefer sind bald schon unsere geringste Sorge. Was? Ihr meint die Bulldogge? Ha, Wind. Der wird gar nicht wissen, was ihm geschieht. Oh Mann. Kurz Moment.
Jo, da bin ich wieder und schon wieder oder wieder gestört. Naja. Wenn die Leute nicht dran halten, einen mal nicht zu stören oder in Ruhe zu lassen, ja, dann tut's natürlich nicht. Egal. Wir gehen weiter. Gute Lee schon wieder hin. Zurück zu Braddock, seinen Dienst ableisten. Ich vermute mal, Bulldog war nicht begeistert nach unserer Nummer. Lee wird ihm erzählen, ich sei unfähig und um Vergebung bitten. Er ist gut mit Worten, ganz besonders, wenn es um Schmeicheleien geht. Man empfängt ihn sicher mit offenen Armen. Somit hätten wir auch einen Spitz sein. Ganz genau. Wenn dem so ist, wird Charles es bemerken und fliehen. Er ist gewiefter, als ihr glaubt. Wenn wir fertig sind, gehe ich eine Woche nach New York. Höchste Zeit, dass ich mir das anschaue. Macht das. Whiskyflaschen und Frauen in Hosen, meint ihr? Was gäbe es denn sonst noch Sehenswertes? Ich sehe, du warst fleißig. Diese Männer gehören verschiedenen Stämmen an. Sie sind vereint in dem Wunsch, Braddock zu vertreiben. Die Abenaki, die Lenape, die Shawnee. Und du? Für wen stehst du? Mich selbst. Was soll ich tun? Du hilfst ihnen bei der Vorbereitung. Folge mir. Sie kommen. Alles in Ordnung, Sir? Ich genieße nur den Moment. Viele werden sich fragen, was wir so weit im Westen wollen. Das Land ist wild, noch ungezähmt und unbesiedelt. Doch das wird nicht immer so sein. Irgendwann reicht unser Besitz nicht mehr aus. Und dieser Tag ist näher, als ihr denkt. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Volk weiter wachsen und gedeihen kann. Folglich benötigen wir mehr Land. Die Franzosen wissen das und wollen unser Wachstum aufhalten. Sie umzingeln unsere Gebiete, errichten Forts, schmieden Allianzen und warten auf den Tag, an dem sie die Schlinge zuziehen können. Doch das darf nie geschehen. Wir müssen den Strick durchtrennen und siegen. Das ist unser Ziel. Wir geben ihnen eine letzte Chance. Sie ziehen ab oder sie sterben. Das ist der richtige Moment. Warte. Es reicht nicht nur, seine Truppen zu zerschlagen. Braddock selbst muss sterben, sonst wird er wiederkommen. Ich verkleide mich als einer der Seinen und schleiche mich an ihn ran. Euer Angriff ist die perfekte Deckung für mich, um den Todesstoß zu versetzen. Wir warten auf das Signal. Dort, direkt vor uns. Der Wald ist zu dicht. Bei dem Tempo dauert es Tage, bis wir Duquesne erreichen. Wir sollten besser dem Fluss folgen. Wir sind fast 2000 Mann. Ein Speer reicht, um uns zu entdecken. Und was dann? Schnelligkeit ist besser für uns. Alles klar, ich werde jetzt den einen nehmen.
wenn die Franzmänner weg sind, gibt es oben im Norden genug Platz für uns. Es war eine Ehre, gedient zu haben. General! Ich dulde weder Zweifel von Untergebenen, noch Mitleid für unsere Feinde. Ich habe keine Zeit für Ungehorsam. Er hat für seinen Verrat bezahlt, wie es sich gehört. Falls wir den Krieg gegen die Franzosen gewinnen, nein, wenn wir gewinnen, dann nur, weil Männer wie ihr Männern wie mir gehorchen. Und zwar ohne zu zögern. In unseren Reihen muss Ordnung herrschen. Eine klare Befehlskette. Anführer und Gefolge. Ohne diese Struktur kann es keinen Sieg geben. Habt ihr das verstanden? Edward. Nicht so lustig am anderen Ende des Laufs, nicht wahr? Achtung! Sir. Wo seid ihr hin? Wo geht's hin, Freund? Es laggt. Ich hielt euch nie für einen Feigling, Edward. Na dann kommt! Diese Arroganz. Ich wusste, sie würde euer Ende sein. Wird euer Ende sein. Nicht. Schnell, bevor er davonkommt! Ich sagte los! Danke. Das verdiene ich nicht. Zio. Danke, Zio. Ihr seid ein Heuchler. Bam, Junge. Warum, Haytham? Euer Tod öffnet eine Tür. Ist nichts Persönliches. Naja. Vielleicht ein bisschen persönlich. Ihr wart mir ein Dorn im Auge, schon lange. Aber wir sind doch Waffenbrüder. Einst vielleicht. Jetzt nicht mehr. Glaubt ihr etwa, ich hätte die Morde vergessen? Ihr erschlugt Unschuldige ohne jeden Skrupel. Und wofür? Es hilft dem Frieden sicher nicht, wenn man ihn mit dem Säbel erzwingt. Falsch. Würden wir das Schwert nur öfter und ungehemmter einsetzen, die Welt wäre doch ein viel besserer Ort, als sie nun ist. In diesem Fall habt ihr recht. Lebt wohl, Edward.